Digga, ich bin fucking addicted zu Roblox. I mean, ich komme nach Hause und setze mich an meinen fucking PC, um Roblox zu spielen. Ich bin nicht mehr normal. Ich weiß nicht, was in meinem Leben falsch gelaufen ist. Dieses Spiel Retail Tycoon von fucking Huggy, Digga. Porno Huggy, Digga. Er hat einfach ein Spiel gemacht, was mich aufisst. Es isst mich auf, wie ich diese Pizza esse. Was geht ihr doch? Wieso? Wieso? Und diese hat jetzt noch mit anderen Leuten einen zweiten Teil von dieser Scheiße rausgebracht und ich bin schon wieder addicted. Ich habe schon irgendwie 20 Stunden in dieser Scheiße verbracht und ich spiele das seit irgendwie, keine Ahnung, letzter Woche, Mittwoch oder so. Das ist so krank. Und jetzt haben wir Dienstag. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich spiele gerade schon wieder Roblox während dieser Aufnahme. Es ist einfach nicht normal. Ich weiß nicht, was mit mir los ist einfach. So, guckt euch das an. Digga, ich spiele einfach diesen fucking Tycoon oder dieses fucking Retail-Rotz, Alter, schon wieder viel zu lange, Mann. Ich bin gerade dabei, nämlich diesen scheiß Laden umzubauen. Ich habe 100.000 fucking Dollar, Mann. Ey, hier sind Leute, die haben 12 Millionen. Ich bin einfach schon wieder addicted. Ich zeig's euch einfach mal ganz schnell. Ich habe einfach schon 24 Stunden in dieser Scheiße verbracht. 24 Stunden. Und in dem fucking ersten Teil dieses verschissenen Tycoons, der mich absolut addicted, habe ich irgendwie, keine Ahnung, 30, 50, 60, 100 Stunden drin verbracht, weil ich auf mehreren Accounts mir da so viel Zeit investiert habe, um diesen scheiß Tycoon aufzubauen. Ich weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt.